In unserem Phoenix-Tagesgespräch begrüße ich jetzt den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Ruprecht Polenz. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Wir wollen gleich ausführlicher sprechen über das deutsch-amerikanische Verhältnis. Aber ich würde Sie vorher trotzdem kurz nach Ihrer Einschätzung und Meinung fragen auf die Wahl, die sich gestern in Italien abgespielt hat. Eine Pattsituation, die wir dort politisch sehen. Wie ist Ihre Einschätzung? Kann man mit so einer Regierung, die sich daraus entwickeln wird, in der nächsten Zukunft gut arbeiten können? Nun, ich glaube, das richtige Stichwort am heutigen Morgen ist Unsicherheit. Man weiß nicht genau, wie die jetzt gewählten Politiker mit diesem Wahlergebnis umgehen, was in der einen Kammer eine Regierungsmehrheit ermöglicht. Aber in der anderen Kammer würde diese Regierung, wir sprechen von einem Mitte-Links-Bündnis, keine Mehrheit haben. Jedenfalls im Augenblick nicht arithmetisch. Und das wäre für Italien schlecht, denn in einer Krise, und in der ist Italien, wie wir gerade ja auch in den Wirtschaftsnachrichten noch mal deutlich gehört haben, braucht das Land eine handlungsfähige Regierung. Dann lassen Sie uns doch jetzt auf ein anderes Land gucken. Wir schauen nämlich heute auf das deutsch-amerikanische Verhältnis, denn der neue US-Außenminister John Kerry ist auf Deutschlandreise. Er trifft unter anderem Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Und es heißt, laut Spiegel Online gibt es eine schöne Überschrift, John Kerry wäre der letzte Europa-Fan Amerikas. Sehen Sie das auch so? Ist er der Letzte? Nein, das sehe ich nicht so. Er ist sicherlich Europa besonders zugetan, hat Europa häufig besucht. Aber Amerika weiß sehr genau, erstens, wenn es den eigenen Führungsanspruch in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts ausüben will, braucht es verlässliche Partner. Und da ist der europäische Kontinent, vor allen Dingen eben die europäische Gemeinschaft, der Partner der Wahl, weil wir eine gemeinsame Wertebasis miteinander haben, zusätzlich zu den gemeinsamen Interessen. Das findet Amerika sonst auf der Welt nicht. Sie preisen jetzt Europa an, aber ich habe den Eindruck, in den letzten Monaten wird dieser Wert Europas in den USA nicht so gesehen, wie Sie das jetzt gerade formuliert haben. Man darf sich nicht dadurch irritieren lassen, dass Amerika im Augenblick auch sehr stark betont, dass man auch eine pazifische Macht ist. Das waren die USA immer. Und es liegt auch in unserem Interesse, dass sich die USA auch dem Pazifik zuwenden. Im Übrigen, was die Wirtschaft angeht, tun wir das ja auch. Auch deutsche Firmen investieren in China beispielsweise. Aber die Sicherheitsarchitektur und die Stabilität des Raumes sind in Südostasien wesentlich prekärer als in Europa, wo wir in den letzten 60 Jahren verlässliche Sicherheitsstrukturen auch mit Hilfe der Amerikaner geschaffen haben. Das heißt, der gemeinsame Weg zwischen Europa und den USA, der liegt auf der Straße der Wirtschaft in der Zwischenzeit. Und auf der Straße auch der Sicherheitspolitik. Denken Sie an die gemeinsamen Verhandlungen, die wir mit den Amerikanern zusammen, den Russen und den Chinesen als Europäer mit dem Iran führen. Und denken Sie an die Anstrengungen, die wir auch gemeinsam unternehmen, den Syrien-Konflikt zu beenden. Beide Fragen sind noch nicht gelöst, aber ohne diese gemeinsamen Anstrengungen würden wir eine Lösung überhaupt nicht erreichen können. Es gab aber schon durchaus Zeiten, in denen sich Deutsche und Amerikaner näher gestanden haben. Wird das nochmal eintreten? Ist hier eine Annäherung Ihrerseits? Sehen Sie diese Annäherung kommen? Also wir hatten in der Zeit des Kalten Krieges natürlich die unmittelbare gemeinsame Bedrohung durch die Sowjetunion. Und Deutschland war in dieser Zeit Frontstaat. Das hat eine besonders enge Verbindung hervorgerufen. Aber wir sollten froh sein, dass wir diese Gründe für eine enge Verbindung nicht mehr haben. Wir sind jetzt ja dabei und dann sind wir beim Thema Wirtschaft. Und das ist ein wesentlicher Gegenstand des Besuchs von Kerry hier auch in Berlin, über die transatlantische Freihandelszone zu sprechen, die enorme Chancen sowohl für die Amerikaner wie für uns Europäer bieten würde. Experten sprechen von einem Wirtschaftswachstum von 1,5 bis 2%, was eintreten würde, wenn es uns gelingt, diese transatlantische Freihandelszone zu installieren. Dann lassen Sie uns noch zum Schluss schauen, worauf wir gegenseitig USA und Deutschland angewiesen sind. Wozu brauchen die USA Deutschland und wozu braucht Deutschland die USA? Also für uns sind die Amerikaner nach wie vor der wichtigste Verbündete. Wir sind in der NATO miteinander verbündet, sind gemeinsam in vielen Konflikten dieser Welt engagiert, ziehen am gleichen Ende des Stranges.
Und die USA, wie gesagt, haben auch gesehen, dass die Zeit, als sie die alleinige verbliebene Supermacht waren nach dem Ende des Kalten Krieges, in der multipolaren Welt sich verändert hat. Die USA weiß, dass sie auf Partner angewiesen sind, nicht zuletzt auch in ökonomischer Sicht. Denken Sie daran, auch die Amerikaner müssen die Wirtschafts- und Finanzkrise erst noch überwinden. Ganz herzlichen Dank an den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Ruprecht Polenz. Danke.